Herzlich willkommen zu einer Nachbetrachtung unseres Mädchen- und Frauenschachkongresses vom Salzburg 2020. Wir hatten dort viele herausragende Referentinnen und Referenten. Eine davon war Laura Schalkhäuser. Sie ist allerdings so spontan zu unserem Kongress gestoßen, dass wir ihren tollen Vortrag nicht in unser Buch aufnehmen konnten. Umso mehr freut es mich, Laura, dich heute hier begrüßen zu dürfen und mit dir gemeinsam das Video über Schachsport für Mädchen attraktiver gestalten, entstehen lassen zu dürfen. Vielen Dank, lieber Harald. Ich freue mich riesig über deine Einladung. Ja, Laura, wir haben uns kennengelernt. Ich denke, es war durch Walter Redler, der den Kontakt hergestellt hat. Ich war gerade dabei, den Kongress in Salzburg zu entwerfen und habe mit Walter Kontakt gehabt. Und da hat er gemeint, dass du in Bayern auch dabei bist, einen Vortrag über Mädchen- und Frauenschach zu gestalten. Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, so war es. Es ging darum, einen Workshop auf die Beine zu stellen für die Bayerische Schachakademie. Und dieser Workshop sollte eben 3 Stunden lang dauern. Und dann habe ich einen Hilferuf an den Harald gestartet, an den Walter Redler eben gestartet, dass er mir Unterlagen zukommen lässt oder alles, was er meint, was in meinen Workshop mit rein soll. Und hat mir ein paar Dinge selber geschickt. Die Hanna-Marie ist seinem Aufruf gefolgt und hat mir Unterlagen zukommen lassen und eben du mit deinem Beitrag aus Österreich. Ja, und wenn hier hin und wieder mal ein Katzenschwanz durchs Bild huscht, meine Katze ist gerade sehr schmusebedürftig, aber wir nehmen sie einfach mit auf, oder? Ja, Laura, ja, unbedingt. Und dann hast du ja beschlossen, nach Salzburg zu kommen und wir hatten noch ein bisschen Spielraum und haben noch deinen tollen Kongress integriert. Du hast hier, glaube ich, diese undankbare Aufgabenstellung gehabt, deinen Vortrag von 3 Stunden in 15 Minuten zu verpacken. Genau. Ja, jetzt werden wir uns allerdings mehr Zeit nehmen und wir werden 3 Videos drehen und starten nun, würde ich vorschlagen, mit Teil 1. Ich muss noch ganz kurz, Laura, die PowerPoint, habe ich gesehen, herrichten, die du mir so wunderbar zugeschickt hast. Und damit können wir auch schon hier wechseln. Ja, Schachsport für Mädchen attraktiver gestalten. Laura, ganz kurz noch zu dir. Du bist ja bei einem Schachclub bei SK 2000 Schweinfurt für das Mädchenschachtraining aktiv und leitest dort eine Mädchenschachgruppe, bist ausgebildete C-Trainerin und Mutter. Genau. Ja, dann würde ich vorschlagen, erzähl uns mal deine Ansatzpunkte zu diesem spannenden Thema. Ja, der Punkt, der einem natürlich ins Grübeln bringt, sind die geringen Zahlen. Also wir haben unglaublich wenige Frauen und Mädchen im Schachsport. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, warum ist es so? Und wie können wir das ändern? Und bei diesen Überlegungen bin ich eben auf diese 3 Säulen gekommen, die wir heute dann auch bearbeiten wollen. Einmal den Säule Image, also wie steht der Schachsport so in der Öffentlichkeit da? Dann den Block Training, was kann man vielleicht im Mädchentraining anders lösen als beim Jungstraining? Und dann noch ein Block, den habe ich genannt Aktivitäten und Aktionen rund um das Vereinsleben im Schachsport. Ja. Um das Ganze noch lebendiger zu gestalten. Wunderbar. Und Mädchenschach ist eine Bereicherung für jeden Verein, stellst du als These in den Raum. Ja, die These habe ich aus einem Werbevideo vom Schachclub Neumarkt in der Oberpfalz. Und in diesem schönen Video stellen die Neumarkter ihre Mädchenarbeit vor und beenden ihr Video mit diesem Satz. Und der Trainer sagt eben, Mädchenschach ist eine Bereicherung für jeden Verein und die Mädels jubeln und quietschen. Und ich habe jetzt so provokant dann eben nachfragen wollen, ist das denn so? Warum sind Mädchen eine Bereicherung für jeden Schachverein? Ja, und Mädchenschach ist eine Bereicherung. Ich bin auch fest davon überzeugt und du hast hier viele Punkte für uns vorgestellt, mit denen wir für Mädchenschach
in den Verein werben könnten. Ja, ich habe mal geguckt, die DSJ hat ja eine Broschüre eigens fürs Mädchenschach. Und hier habe ich einige der Gründe, warum Mädchenarbeit oder Vereinsarbeit mit Mädchen sich lohnt. Und was ich im Workshop wirklich nett fand, war, dass rausgekommen ist, gerade von den männlichen Workshop-Teilnehmern, dass die Mädels die Jungs besser machen würden. Die Jungs benehmen sich besser, wenn Mädchen dabei ist. Die Jungs geben sich mehr Mühe im Schach, wenn die Mädels dabei sind und machen sozusagen auch die Jungs zu besseren Schachspielern. Aber ganz nebenbei sind eben Punkte genannt wie, ja, passt auch noch dazu, dass das Vereinsklima besser wird durch die Mädels. Dass Mädchenschach aufgrund seiner Seltenheit natürlich auch das Interesse der Öffentlichkeit weckt, sowohl der Medien als auch ja, allgemein der Leute, die mit Schach in Berührung kommen. Erfolgreiche Mädchenarbeit wird honoriert und gefördert, unter anderem zum Beispiel bei uns in Deutschland von der Deutschen Schachjugend gibt es ein Prämiensystem, haben wir hier auch nochmal in dieser Mädchenschachbroschüre hinten drin. Man kann also kleine Preise bekommen für Mädchenarbeit, man kann T-Shirts bekommen, habe ich nachher alles nochmal mit dabei. Ja, dann geht es natürlich auch darum, wenn ich dann mal ein paar Mädchen im Verein habe, kann ich prima Mädchenteams aufbauen. Ich kann mit den Mädchen wunderbar zu Turnieren fahren, auch zu überregionalen Turnieren und eben dort auch gut Erfolge erzielen. Die Mädchen sind normalerweise engagiert und bringen sich gerne in die Vereine ein. Und ja, was ein bisschen gemein klingt, ist der Punkt, Mädchen sind potenzielle Vereinsmitglieder. Aber gleichzeitig ist es ja wirklich so, wir haben so wenig weibliche Vereinsmitglieder, dass wir da auch noch weitere Vereinsmitglieder eben anziehen können, wenn wir die Mädels mit ansprechen. Auf jeden Fall. Mein wichtigster Punkt, der da am Schluss kommt und auf den ich im Schulschach gekommen bin, ist einfach, Mädels wollen Schach spielen. Mädels haben Spaß am Schach und wir müssen nur noch den Schritt irgendwie vielleicht hinbekommen, die Mädels auch in die Vereine zu holen, weil prinzipiell das Interesse am Spiel selber ist auf jeden Fall da. Genau, also das Angebot des Vereins muss einfach gut sein. Ja, Laura, warum soll Schach für Mädchen eigentlich attraktiver gestaltet werden? Wie wir vorhin schon angesprochen haben, die Zahlen sind gruselig. Ja, hier haben wir ein paar Zahlen, die ich von der Deutschen Schachjugend übernommen habe. Insgesamt sind 8% der deutschen Schachspieler weiblich. Im Jugend- und Kindesalter ist es ein bisschen höher, da haben wir noch 15%. Aber bei den erwachsenen Damen haben wir 5,6% der Spieler, die weiblich sind. Und auch die Vereine, die Mädchenarbeit betreiben oder einen hohen Mädchenanteil haben, sind wirklich sehr, sehr gering. Und da müssen wir was tun. Angeblich ist es so, dass in Deutschland mehr Mädchen boxen und im Boxverein sind als Schach spielen. Und das müssen wir Ja, das ändern. ist bei uns in Österreich nicht anders. Und du schreibst hier, nur 6 der 2400 Vereine haben 10% Mädchenanteil, also wirklich sehr, sehr niedrige Zahlen. Ja, warum ist der Mädchenanteil, Laura, aus deiner Sicht im Schachsport eigentlich so gering? Ja, gute Frage, weil meine große These ist ja, die Mädchen haben genauso Spaß am Schach und die haben Begeisterung für das Schachspiel. Ein paar Theorien sind, dass, wie kommen die kleinen Jungs zum Schach? Der Opa erklärt ihnen mal die Regeln zu Hause oder der Papa oder der Onkel. Also ja. Und dadurch, dass ich so wenige Frauen im Schach schon habe, können natürlich auch wenig
Tanten, Mütter und Großmütter ihren Enkelinnen und Töchtern und Nichten natürlich wieder die Regeln beibringen. Und aus irgendeinem Grund haben Opas und Onkels und Väter Berührungsängste, kleinen Mädels das Schach beizubringen, weil es so eine landläufige Meinung gibt, Schach ist nichts für Mädchen. Und ja, da haben wir einfach noch so ein Denken in den Köpfen, dass ja, Mädchen ist was für Jungs, für Männer. Und dann kommt dazu die Mädchen, die zum Beispiel im Schulschach, ja, oder gerade so im Grundschulbereich, berichten mir auch viele Kollegen, dass unheimlich viele Mädchen da sind und Interesse haben. Und auch in den Vereinen haben wir ein paar Mädchen und die brechen uns mit der Pubertät weg. Und die Frage ist, warum ist es so? Eine Theorie könnte sein, dass die Mädchen gerade in der Pubertät nicht gerne auffallen mögen. Also man kann das auch bei der Hochbegabtenförderung beobachten, dass im Grundschulalter die Mädchen wirklich starke Präsenz und starke Leistungen erzielen. Und mit der Pubertät brechen die auch da weg. Mädchen in der Pubertät sind gerne in Gemeinschaft, möchten nicht rausstechen aus der Masse. Und da Schachsport ja sowieso noch so eine Randsportart ist, bin ich als Mädchen sozusagen eine Exotin unter Exoten. Also es ist an und für sich eine Sportart, die ja, die exotisch ist und dann auch noch als Mädchen, vielleicht als einziges Mädchen im Verein, da steche ich natürlich aus der Masse raus. Und das ist was, was den Mädels Schwierigkeiten zu bereiten scheint. Ja, was, Und dann als Frau, was für den bitte? Trainer bedeutet, dass Mädchen dann mehr Unterstützung einfach auch brauchen, oder? Ich denke ja. Ja. Gerade wenn es dann in den Bereich geht, wo sie vielleicht in der Pubertät sind und andere Mädchen anderen Hobbys nachgehen, brauchen die noch mehr den Zuspruch, ja, du bist hier richtig. Ja, du machst hier eine gute Arbeit und ja, du hast hier deinen Platz. Ja. Und es ist die richtige Sportart für dich. Genau. Ja, Teufelskreis meinst du? Mädchen, die in Vereinen mit wenig oder keinen anderen Mädchen spielen, hören eher wieder auf. Also Mädchen brauchen Mädchen im Verein, oder? Mädchen brauchen Mädchen. Wenn es keine gibt, dann trauen sich die, die vielleicht Interesse haben, gar nicht erst in den Verein rein. Und wenn eine da ist und sich alleine fühlt, hört die vielleicht auch wieder auf. Ja, Laura, welche Faktoren, Klischees, Vorurteile und negative Stereotypen die Mädchen vom Schachsport fernhalten, können wir eigentlich beeinflussen? Das war die ganz große Frage, die ich mir gestellt habe. Wo können wir angreifen? Genau. Was können wir beeinflussen? Und da bin ich zu den drei Säulen gekommen: Image, Training und Aktivitäten an die besonderen Bedürfnisse der Mädels anzupassen. Und das, was jetzt kommt, sind meine Gedanken dazu. Ja, und wir starten hier im ersten Video mit dem Bereich Image. Und hier hast du uns, Laura, eine sehr schöne Übersicht mitgebracht. Ja, ich glaube, dass der Schachsport im Allgemeinen so ein kleines Imageproblem hat, dass die Öffentlichkeitsarbeit da durchaus ausbaufähig ist, um das Schach aus dieser verstaubten, aus diesen verstaubten Vereinsheimen, in denen alte Opas sitzen und Zigarre rauchen, ein bisschen rauszuholen. Und ich denke, dafür wäre sowohl im normalen Schach als auch im Mädchenschach jede Menge Öffentlichkeitsarbeit nötig. Ja, und hier gibt es ja viele Bereiche dazu. Ja, welche Genau. Öffentlichkeitsarbeitspunkte fallen dir denn ein, wo wir besser werden könnten? Also drei große Punkte wären da eben Zeitungsartikel, also lokale Tageszeitungen. Da habe ich euch mal hier den Zeitungsartikel mitgebracht, den wir für unseren Verein Nein, so anders, andere Richtung. Richtung. Ja, so, passt. Jo. Wir hatten das Glück,
dass die lokale Tageszeitung bei uns im Verein angefragt hat, ob wir bereit wären oder Interesse hätten, unsere Jugendarbeit vorzustellen. Das war so großartig und es kam ein Journalist aus der Zeitung, hat sich alles angeguckt, hat sich unsere Räume angeguckt, hat sich verschiedene Gruppen angeschaut und uns einen ganzen Vereinsnachmittag lang begleitet. Und der hat natürlich nicht schlecht gestaunt, als er dann eine Mädchengruppe getroffen hat in einem Zimmer, die dann auch noch an rosanen Schachbrettern gespielt und gearbeitet haben. Und so haben wir einen riesen Part in diesem Zeitungsartikel für unser Mädchenschach bekommen. Da hatten wir ein riesen Glück und es kam einfach gut an. Und ich denke, wenn man Mädchenarbeit macht und an die lokalen Zeitungen rantritt, dann kann da auf jeden Fall was Gutes dabei rauskommen. Ja, die Medien berichten gerne, wenn man aktiv auf sie zugeht und ein gutes Produkt hat. Sie sind froh, wenn sie etwas berichten können, oder? Gerade die lokalen Medien. Ja, und gerade wenn es dann so was Außergewöhnliches ist, wie Mädchen im Schach, dann, und es war so ein positiver Artikel. Also wir hatten so ein Glück, der hat es wirklich so positiv und so schön rübergebracht. Das war wirklich ein Vergnügen. Ja, fein. Und natürlich auch die modernen Sachen, die Internetauftritte des Vereins sind wichtig, Social Media sind wichtig. Und ich denke, dein Verein ist in diesen Bereichen sehr, sehr aktiv unterwegs. Auf Instagram habe ich einen wunderbaren Beitrag gesehen. Ja, kam jetzt wirklich durch die Schachakademie, weil das was war, was mir die Teilnehmer in dem Workshop rückgemeldet haben, dass ich hatte in dem ursprünglichen Vortrag Social Media eigentlich, nein, eigentlich hatte ich es nicht drin. Und dann hieß es, ja, das wäre einfach auch nicht mehr zeitgemäß und das müsste noch rein. Und so haben wir uns dann da reingestürzt und uns eine Mädchenschachseite für unseren Verein auch jetzt aufgebaut. Ja, perfekt. Und hier sieht man ein bisschen etwas von eurer Mädchenschachseite, oder? Genau, das ist unser Logo mit dem schönen Schweinfurter Rathaus und der starken Dame, die vor lauter Kraft gar nicht weiß, wohin. Genau. Sehr beeindruckend. Und hier hast du noch ein paar Und Ausschnitte mitgebracht. genau. Ja, einfach was wir haben angefangen damit aus unserem Trainingsalltag, auch von dem Trainingsalltag mit den Mädels zu berichten, den Trainingsalltag der Damengruppe auch zu berichten. Dann kam leider Corona und so mussten meine Schachfiguren halt mit zum Schlitten fahren oder zur Wanderung im Schnee. Da waren wir flexibel, Sehr genau. süß. Hier hast du nochmal den Zeitungsartikel größer Genau. aufbereitet und man sieht so wunderschön diese tollen rosanen Figuren. Die schauen ja echt einladend aus. Ja, Ambiente im Vereinsschach, Ambiente im Vereinsheim. Ich denke, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, den ich auch von meinem Schachclub kenne. Wir haben hier ab und zu Schach- und Genussabende, die hervorragend ankommen bei den Frauen, aber natürlich auch bei den Männern. Ich denke auch. Die Mädels oder auch wir Damen, wir verbringen ja unsere Freizeit in diesem Vereinsheim. Und wenn ich meinem Hobby nachgehe, weil es mir Spaß macht, dann möchte ich mich doch wohlfühlen. Und ich möchte einen Platz haben an dem Ort, an dem ich meine Freizeit verbringe. Und bei uns im Vereinsheim waren meistens ja, Zeitungsartikel von den Herren, die irgendwelche Pokale gewonnen haben oder von den Jungs, die Pokale gewonnen haben. Aber nicht jeder hatte seinen Platz. Und so kam mir die Idee mit diesen Bildern. Genau, den habe ich noch mal in Reif und in Farbe mitgebracht, auf dem einfach jedes Mädel seinen eigenen Platz hat. Wir haben inspiriert von eurem Internetauftritt, da hattet ihr doch hilf mir kurz, ihr habt die Wir haben die Spielerin Spielerinnen vorgestellt. vorgestellt, genau. Wir haben Porträts zu jeder Spielerin auf Genau, unsere diese Homepage Blitz, gestellt. genau, die Blitzporträts, genau. Blitzporträts. Und die haben mich so inspiriert, die haben mir so Spaß gemacht, die zu lesen. Du hast mir den Link damals geschickt.
dass ich dachte, ja, das möchte ich auch. Und ich habe so ein bisschen abgewechselt auf den Fotos. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Auf dem, manche Mädels sind vorgestellt mit den Art Blitzporträts. Was hast du sonst noch für Hobbys? Was ist zum Beispiel dein Lieblingsschachbuch? Oder ja, ganz, ganz inspiriert von eurem Verein. Oder eben, manche Mädels haben gesagt, sie wollen unbedingt ihr Lieblings-Mattbild vorstellen. Und das haben wir dann da auch eben so, Ja, genau, schaut umstellen können. toll aus und schaut nach viel Arbeit aus, aber sowas gehört dazu, auch dann, wenn man eben ein schönes Ambiente bieten möchte. Genau. Beim Ehrenabend, das ist unser Jahresfest sozusagen, das schon immer sehr schön gestaltet worden ist. Warum? Die Argumentationskette war, ja, da kommen ja die Frauen der Spieler mit, da müssen wir es schön machen. Und ja, genau, und so wie wir es am Ehrenabend immer schön haben, schon immer mit Blümchen für die Damen und wirklich die Tische schön gestaltet, so sollte es doch eigentlich immer sein, auch im Ja, das Vereinsheim. schaut wirklich sehr einladend aus, auch für uns weniger sensiblen Männer vielleicht. Vereins-T-Shirts, auch das hört sich nach Spaß und nach Identitätsbildung an. Ja, das sind zwei Punkte aus meiner Sicht. Einmal die Identifikation mit meinem Sport. Also ich trage nach außen, ja, es macht mir Spaß, Schach zu spielen. Ich bin stolz drauf und ich mache es gern. Und zum anderen den Zusammenhalt mit meiner Gruppe oder mit meinem Team, mit meiner Mannschaft zum Beispiel. Ich habe das T-Shirt auch noch mal mitgebracht heute. Das ist das, was wir sehen können. Das ist auch gar nicht so dominant hier, ne? Sondern einfach ein kleiner Hinweis, ja, ich gehöre zu dieser Mannschaft. Für die Vereine, die vielleicht keine Vereins-T-Shirts haben, gibt es zum Beispiel von der Deutschen Schachjugend extra Mädchenschach-T-Shirts. Das kommt, glaube ich, auf der nächsten Folie. Ah ja. Genau. Die Mädels mögen das, das ist klasse, das ist wirklich, es macht denen Spaß, die tragen die voller Stolz. Und für die Vereine, die vielleicht ja, was mit Namen noch versehen wollen, aber nicht selber ein T-Shirt entwerfen möchten, da habe ich zum Beispiel, das hatte ich in Salzburg auch an, das En Passant T-Shirt, bei gängigen T-Shirt. Firmen, die man im Internet einfach bestellen kann. Und die bieten an, die Firmen, dass man noch den Namen draufdrucken kann zusätzlich oder den Verein draufdrucken kann. Das hier zum Beispiel ist mein Lieblingspulli, den muss ich euch auch noch schnell zeigen. Den ziehe ich immer an, wenn ich in der Schule die Bauern durchnehme oder die Umwandlung durchnehme oder eben auch im Verein. Zeig's euch mal Ah, kurz. der ist ja toll. Ah, jetzt bin ich wieder Ja, ein verrutscht. bisschen in die andere Richtung noch. Ja, so ist es perfekt. So super, ja. Ja. Evolution of Pawns. Genau. Und ja, ist wirklich kuschelig und witzig. Und ich kann mich zeigen, so wie die Jungs alle mit ihren Fußballtrikots im Sommer unterwegs sind, oder? Und entweder Deutschland-T-Shirts oder Brasilien oder was weiß ich, Bayern München, je nachdem, wo sie Fans sind, so kann ich doch hier in dem Bereich auch meine Leidenschaft oder Liebe zu meinem Sport ausdrücken. Auf jeden Fall. Und ich denke, das ist ganz eine wichtige Sache. Ja, Genau. Qualitätssiegel, das ist etwas, denke ich, was die deutsche Schachjugend eingeführt hat und was eine tolle Sache ist, oder? Ja, super. Die Deutsche Schachjugend bietet das Qualitätssiegel Top-Verein für Mädchen- und Frauenschach an, unter anderem, und zeichnet damit Vereine aus, die einfach eine gute Mädchen- und Frauenarbeit machen. Man kann sich dort bewerben. Es gibt hier auch zum Beispiel auf der letzten Seite in diesem Heftchen die Bedingungen dazu. Da geht es darum, wie viele Frauen sind überhaupt im Verein, wie viele Mädchen sind im Verein, habt ihr vielleicht eine Trainerin, welche Aktivitäten werden nur für Mädels und Frauen angeboten. Und da gibt es so ein Punktesystem, das man abarbeiten kann. Und wenn man diese Auszeichnung dann verliehen bekommt, dann ist das natürlich wieder was, womit ich Werbung machen kann.
ich sagen kann, hey, die Zeitung kommt, der örtliche TV-Sender kommt und kann einfach vorstellen, Mann, wir sind ausgezeichnet von der deutschen Schachjugend oder vielleicht auch von den Landesverbänden, da gibt es auch noch die Möglichkeit, sich da auszeichnen zu lassen. Ja, und es gibt wieder ein gutes Image, gibt eine gute Publicity. Auf jeden Fall. Laura, ich denke, in diesem ersten Video hast du uns hier einen sehr, sehr schönen Überblick gegeben, wie wir das Image vom Schachsport, vom Mädchenschachsport aufpolieren können. Kannst du uns, Laura, einen kurzen Überblick, einen kurzen Einblick in unser zweites Video, in unseren zweiten Teil geben? Worum wird es denn da gehen? Im zweiten Teil bearbeiten wir den Block Training. Und da geht es darum, was kann man vielleicht für eine Mädchengruppe anders machen als in einem Jungstraining? Wo kann man vielleicht ein bisschen darauf achten, dass die sich wohlfühlen und dass es denen Spaß Ja, macht? und wie ich vom Kongress in Salzburg weiß, hast du hier ganz tolle Ideen mitgebracht. Und ich denke, liebe Schachfreunde, ihr könnt euch darauf freuen und viel Spaß mit Teil 2. Bis bald und liebe Grüße. Bis bald!